Servus, ich bin's euer Stefan und heute geht's um die historische Fellermühle. Die Fellermühle ist eine der ältesten Mühlen in Ortenburg. Sie hat eine äußerst wechselhafte Geschichte. Sogar der Reichshofrat in Wien befasste sich mit ihr. Das wollen wir uns heute näher ansehen. Wie alt ist die Fellermühle? Bereits der Name der Fellermühle ist ein Hinweis auf ein hohes Alter. Er leitet sich nämlich vom mittelhochdeutschen Wort Feller oder Felber ab, was Weide bedeutet, also die Mühle bei den Weiden. Die Mühle wird urkundlich aber erst 1316 erstmals erwähnt bei einer Verpfändung von Graf Heinrich III. Von Ortenburg. Allerdings wird auch erwähnt, dass sie ein Burglehen ist, das heißt zu ihr gehörten Burglehen. Das bedeutet, sie ist deutlich älter als diese urkundliche Erwähnung. Höchstwahrscheinlich stammt sie aus der Gründerzeit Ortenburgs. Zu den Burglehen, die zur Mühle gehörten, zählten Äcker im Affhammer, im Steinkirchner und im Kapfhammerfeld, welches heute leider fälschlich Mooshammerfeld bezeichnet wird. Im Gegenzug hatte der Inhaber einen Dienst anzutreten, der immer individuell vereinbart wurde. Was wissen wir über die historische Mühle? Die Fellermühle lag laut Urkunden bei unseren Frauen, das heißt der heutigen Markkirche, im sogenannten Burgfried Ortenburgs und vor dem unteren Tor des Marktes. Unter Graf Joachim war der Müller Inhaber der Fischrechte in der Grafschaft und diese erstreckten sich laut den Urkunden von der unteren Knödelmühle in Reisbach bis zur Furt in Blindham. Daneben hatte der Inhaber dieser Fischrechte die Pflicht, jeden Freitag Fisch auf das Schloss zu liefern und an Feiertagen wie beispielsweise Pfingsten 200 Flusskrebse hinauf zur gräflichen Herrschaft zu liefern. Auch musste er jeden erfolgreichen Fischfang zunächst anmelden, damit die Grafen die Chance hatten, als Erstkäufer aufzutreten. Im Vogtgeldregister erscheint die Mühle 1669 und zwar mit Zahlungen an das Schloss Neu-Ortenburg. Bei der Fellermühle lagen auch viele sogenannte Krautgärten. Sie werden wiederholt in diversen Urkunden so bezeichnet. Das sind eigentlich einfache Hausgärten, also eingezäunte Gärten, die entweder ein Wiesengrundstück waren oder eben für den Anbau von Gemüse oder Zierpflanzen genutzt wurden. Das heutige Wohnhaus ist aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, die Mühle hinter mir, der große Turm aus dem Jahre 1901. Früher war die Mühle aber eine Getreidemühle mit Sägewerk. Sie sehen das auch 1789 auf einer historischen Federzeichnung. Beides ist dort deutlich eingezeichnet und sie unterscheidet sich damit auch zur benachbarten Marktmühle, die nur eine Kornmühle war. Die Mühle erscheint meist als Lagebezeichnung bei Rechtsgeschäften. Weshalb ändert sich dies im 17. Jahrhundert? Am 15. Juni 1629 tauschte Graf Friedrich Casimir die Fellermühle für sage und schreibe 1400 Gulden an Philipp Sulzberger und seine Ehefrau. Er bezahlte damit einerseits seine Schulden bei diesen ab, andererseits übernahmen diese auch noch weitere Schulden, um diese Gesamtsumme letztendlich abzudecken. Anschließend wurde die Fellermühle ein Tauschobjekt. Immer wieder gab es wiederholt Wechsel und Verkäufe. Beispielsweise lassen sich bereits 1635 und 1639 andere Besitzer nachweisen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erwarb Adam Kögler nun die Mühle. Sein Sohn Abraham sollte einen Konflikt entfachen. Weshalb kam es 1669 vor dem Reichshofrat zu einem 10-jährigen Streit? Der neue Inhaber war Abraham Kögler. Er erbte die Mühle von seinem Vater. Er sah sich durch den Brief von 1629 als eigener Landesherr an. Er klagte daher vor dem Reichshofrat in Wien gegen die Grafschaft Ortenburg um seine Unabhängigkeit. Die Mühle wäre schließlich ein Reichslehen. Graf Christian, als er davon erfuhr, zog umgehend durch gräfliche Beamte die Mühle daraufhin ein. Kögler floh damit in die Reichsstadt Regensburg.
Der Reichshofrat urteilte 1669, der Graf möge die Übergriffe auf Kögler unterlassen. Zugleich sollte er die Mühle zurückgeben, als auch den Kaufbrief. Im Folgejahr reisten im Namen des Grafen die Händler Christian Lössel, Sebastian Koller, Georg Niedermeyer und Elias Rohringer auf Bitten nach Regensburg. Sie sollten dort einen Vermittlungsversuch unternehmen. Kögler sollte zunächst den Prozess in Wien aufgeben und zurück in die Grafschaft kommen. Im Gegenzug wurde ihm zugesichert, dass er straffrei bliebe. Kögler lehnte dies allerdings ab mit dem Hinweis, die Mühle sei ein Reichslehen. Die Händler waren vorbereitet, denn sie hatten einen Hinweis des Grafen dabei, dass zwar die Mühle ein Reichslehen, aber auch Teil der Grafschaft sei. Und mit einem Kauf eines Gebäudes sei man nicht automatisch auch im Besitz des Reichslehens. Also auch heute würde man, wenn man ein Haus kauft, nicht gleich ein Stück der Bundesrepublik allein herauskaufen. Und genau so begründete auch der Graf. Daneben wurde ihm offenbart, also Kögler, er müsse Abbitte leisten, um wieder aufgenommen zu werden. Mit anderen Worten, er habe sich beim Grafen zu entschuldigen. Er lehnte dies aber ab und forderte stattdessen Schadensersatz. 1671 kam nun die gerichtliche Verpflichtung für Graf Christian, Schadensersatz zu leisten, und zwar 100 Gulden für den Verlust des Ausfalls für die Einnahmen des Müllers, weitere 150 Gulden für Verpflegung und Versorgung, die in Regensburg inzwischen angefangen waren, und 82 Gulden der Prozesskosten, die zu übernehmen waren. Sollte der Graf nicht folgen, kam es zur Strafandrohung, er müsse 6 Mark lödigen Goldes bei Nichteinhaltung zahlen. So kam es 1672 zur Rückkehr und Rückgabe der Mühle und es gab letztendlich auch die Entschädigungsleistungen. Der Prozess lief aber weiter. So musste beispielsweise der Ortenburger Rat 1675 noch die Entschädigungszahlungen für das Gericht wiederholt bestätigen. 1679 kam es nun zum Ende des Prozesses. Die Mühle blieb Teil der Grafschaft. Soviel zum heutigen Thema, die Geschichte der Fellermühle und einem Prozess vor dem höchsten Gericht, den es damals gab, dem Reichshofrat. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.